Einen wunderschönen guten Tag und frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. Wir sind wieder zurück in unserem Safari-Park und wollen jetzt hier wieder ein bisschen weiterbauen. Ihr kennt das Spiel ja. Und als allererstes muss ich mich schon mal wieder bedanken. Ihr habt wieder mega viele Kommentare geschrieben. Mega viele Namen für die Dinos hier, die wir in unserem Park haben. Und ich werde die Dinos auch auf jeden Fall am Ende dieser Folge auch noch benennen. Aber ich möchte mich jetzt erstmal wieder ein paar Dingen widmen, die wir hier vergessen haben, beziehungsweise die noch fehlen. Und zwar ist mir als allererstes aufgefallen, dass wir in diesen beiden Gehegen, ihr seht die ja hier, haben wir leider noch keine Tore eingebaut. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wo wir diese Tore hinmachen wollen, weil das ist echt schwierig. Die müssen wir irgendwie in diese Rundung einbauen können. Aber ich denke mal, das wird nicht so einfach funktionieren, wie ihr seht. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich weiß da jetzt im Kopf gerade auch gar keine gute Lösung für. Vielleicht habt ihr eine gute Idee und könnt sie mir in die Kommentare schreiben und ich werde es dann in den nächsten Folgen umsetzen. Weil ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal. Wir machen das dann beim nächsten Mal. Vielleicht fällt mir dann was ein oder euch fällt was Gutes ein. Und, ach so, ich habe übrigens jetzt auch ein 100% Safe Game hier. Also ich habe das alles noch jetzt freigeschaltet und so weiter. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall noch unsere Apatosaurus war das, glaube ich, ne? Die können wir auf jeden Fall jetzt machen. Gehe ich mal zumindest stark von aus. Gucken wir eben bei Sozial. Das hatten wir schon. Genau, und dann hier Habitat wollten wir noch. Und da wollten wir nämlich enger Raum 3.0. Und dann müsste das eigentlich passen. Vielleicht können wir hier noch eine andere Färbung machen. Ich weiß nicht, welche schön ist, um ehrlich zu sein. Wir machen einfach mal Savanne. Brüte ich mal eben zwei Stück aus. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns der nächsten Angelegenheit hier. Und zwar haben wir auch noch ein Fleischfressergehege. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Da müssen wir auch noch einen Fleischfresser raussuchen, welchen wir da reinmachen. Das könnten wir eigentlich jetzt auch mal eben schnell gucken, welchen wir da am besten nehmen. Vielleicht könnten wir... Oh Gott, Krankheit. Ohne Momento eben. Wer ist denn erkrankt? Ich hoffe nicht einer im neuen Gehege. Jetzt haben wir den Salat, Leute. Jetzt müssen wir mal eben schauen, dass wir den gleich durch den Zaun abschießen oder sowas. Das müssen wir, glaube ich, mal eben selber machen. Haben wir mal so eine kleine Tour durch unseren Park. Ist ja auch nicht verkehrt. Das Problem ist, können wir jetzt eigentlich hier... So, ich bin jetzt doch mal außenrum gefahren, also nicht durch den Park. Und ihr seht schon, mittlerweile sind es 3 erkrankte Dinosaurier. Ich hoffe, die sind nicht alle hier in dem Gehege. Sonst haben wir ein riesiges Problem. Wir müssen die jetzt alle durch den Zaun hier impfen. Geht gar nicht anders. Eieieiei, das fängt ja gut an. Und das sind die ganz kleinen Puffies auch noch. Gott, niemals werde ich die treffen. Komm schon. Gut, dass wir wenigstens durch den Zaun durchschießen können. Oh, wir haben ihn getroffen. Komm, nochmal. Sehr schön. Wir haben einen geimpft. Auf Megadistanz. Oh, ich... Ah, okay, ich habe den falschen getroffen. Ey, das... Ihr seht schon, Leute, das wird jetzt super, super schwierig. Wir brauchen dringendst Tore da drin, ne? Sonst haben wir ein ganz großes Problem. Und... Das ist echt uncool. Nicht laufen. Okay, getroffen. Oh nein, er sprintet los. Das ist auch nicht gut. So, Leute, jetzt aber den letzten. Und dann haben wir es geschafft. Natürlich ist direkt in dem Gehege die Krankheit ausgebrochen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Und ihr seht, wir brauchen dringend Tore. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall Vorschläge rein, wie wir die am besten hier unterbringen. Und wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten gerade einen weiteren Fleischfresser ausbrüten. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob wir nicht den Carcharodontosaurus, ja, wie auch immer, in den Park machen. Also in das kleine Gehege da. Ich weiß gar nicht, wie der ist jetzt hier von den Anforderungen. 10.000, wenn wir den auf enger Raum machen. Ne, das ist Einzelgänger. Wie ist denn der normal? Mag der, versteht er sich in der Gruppe? Ist jetzt erstmal die erste Frage. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Sozial 1 bis 2. Das würde ja sogar schon mal passen. Dann gucken wir mal hier bei enger Raum, was wir da noch... rausholen können. Grasland 7000, das wird nicht reichen. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hm. Wir könnten auch ein Baryonyx könnten wir machen. Der ist nicht ganz so groß. Ich glaube, wir machen mal Baryonyx. Die mache ich auch sehr, sehr selten tatsächlich, weil ich die eigentlich gar nicht so gerne habe. Aber warum nicht? Warum nicht? Ich weiß, die mögen es eigentlich gerne mit viel Wasser und so, aber das passt schon. 5000 sollte auch passen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann gucken wir mal, welche Farbe wir machen.
Regenwaldmuster finde ich eigentlich immer ganz schön. Und ansonsten würde ich da gar nicht viel bearbeiten, glaube ich. Und dann machen wir zwei Baryonyxe in das andere Gehege. Na, es dauert jetzt ein bisschen. In der Zeit werde ich auf jeden Fall mal unser nächstes Bauprojekt vorbereiten. Und dafür muss ich ein bisschen mit meinem Landschaftstool hier wieder arbeiten. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Also ich denke mal, das werde ich für euch auf jeden Fall etwas überspringen. Ich habe jetzt hier schon so ein bisschen was vorbereitet, wie ihr seht. Also das ist hier der obere Bereich und ich habe hier so einen Berg gezogen sozusagen. Ich habe da wieder, ja, einen Gedanken im Kopf, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so klappen wird, wie ich möchte. Aber das kennt ihr ja sicherlich schon. Mal schauen, wie es dann am Ende wird. Vielleicht werden wir es ja diesmal auch wieder abreißen oder sowas. Dafür muss auf jeden Fall erstmal hier die Einschienbahn weg, weil diesen Platz hier werden wir gleich anderweitig auf jeden Fall benötigen. Und ich frage mich gerade tatsächlich, das ist so groß. Ah, der Platz hier. Weil hier werde ich relativ viel Platz brauchen, aber das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Wir müssen jetzt nur erstmal schauen, wie handhabe ich das hier am besten. Es wird jetzt wieder ein ganz schöner, langer Prozess werden, bis er merkt, was ich vorhabe, denke ich mal. Na, lasst euch einfach überraschen. So, okay. Das ist sozusagen dann der Weg nach oben. Mach ich mal so. Das werden wir auf jeden Fall ähnlich handhaben wie hier vorne. Dass wir hier so eine Verengung machen bei dem Weg nach oben. Und dann einen Zaun und so weiter. Aber wir müssen jetzt erstmal die grobe Planung machen, bevor wir das hier alles schick machen mit Zäunen und so weiter. Ich habe nämlich auf jeden Fall einige Sachen, die ich hier oben auf dem Berg platzieren möchte gerne. Die Frage ist nur, ob wir das alles so schön da unterkriegen. Weil wir verlieren hier wirklich viel Platz durch die ganzen Anschrägungen, seht ihr. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Ich möchte auf jeden Fall hier so eine, ja, wie nennt man die denn? Terrainbeschränkung, wollte ich gerade sagen. Einschienbahn hinbauen auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich die gerne platziert hätte. Boah, das wird ganz schön knapp. Ich platziere die mal erstmal hier hin. Und dann gucken wir mal kurz hier, wenn ich die Strecke hier lang führe dann. Die soll ja schön am Rand lang fahren. So. So. Na, das sieht eigentlich... Ah, sieht hier ein bisschen doof aus mit dieser Schwingung. Das sollte ich vielleicht rausmachen. Macht auch keinen Sinn. Aber ansonsten sieht das gar nicht so verkehrt aus. Da zeichnen wir die mal eben nochmal neu. Ja, die hat immer so eine Schwingung drin gefühlt, ne? Aber so ist die nicht ganz so doll. Und so, finde ich, sieht das schon recht nice aus. Also es geht auf jeden Fall klar. Aber wir müssen hier noch einige andere Dinge unterkriegen. Und das wird platztechnisch wirklich, wirklich schwierig. Weil ich würde auf jeden Fall gerne noch ein Hotel. Das Hotel ist gar nicht so groß, wie es jetzt vermutet hatte. Okay. Das Hotel. Soll eigentlich so ein bisschen so stehen, von der Blickrichtung. So, machen wir mal so. Warum ich die Blickrichtung gerne so hätte, ist, weil Hotels haben ja hier oben, seht ihr das? So eine kleine Dachterrasse. Und da hat man nämlich auch eine Aussicht. Und die Aussicht wäre dann hier in diese Richtung. Und hier in dieser Richtung, also in diesem Gebiet, dieses ganze Gebiet hier, das soll ein riesiges Pflanzenfressergehege werden. Mit ganz vielen verschiedenen Pflanzenfressern, einer Gyrostation und so weiter. Und ja, das hätte ich gerne. Und dann hätte ich halt gerne, dass das Hotel zumindest einen Ausblick auf diese hat. Und deshalb müssen wir auch noch hier ganz viele andere Dinge unterkriegen. Aber das wird, glaube ich, platztechnisch nicht so passen, wie ich das gerne hätte. Ich glaube, wir müssen nochmal eben mit dem Landschaftstool etwas ran. Könnt ihr jetzt ja mal live dabei sein. Das ist jetzt auch nicht das Spannendste, deswegen überspringe ich das meistens für euch. Ist halt immer so ein bisschen Friemel- und Fummelarbeit. Tatsächlich.
Das Problem ist halt, ich will nicht zu viel Platz verlieren für das Gehege dann später. Aber zu wenig Platz hier zu haben für die Sachen, die ich hier oben bauen möchte, ist auch doof. Müssen wir halt jetzt einen guten Kompromiss finden. Ich denke mal, das geht noch klar. Hier so ein bisschen abglätten und so, das kann man später dann noch machen, wie ihr seht. Da gibt es ja auch ein Tool für. Aber erstmal muss jetzt der grobe Grundriss stimmen. Das hier mit dem Weg passt auch noch nicht ganz, muss ich ehrlich gesagt sagen. Der Weg muss ein bisschen anders da oben rauskommen. Und zwar... Das ist zwar doof, weil das hier so schräg ist, ne? Warte mal. Jetzt ändern wir mal eben. So. Ist mir jetzt egal, ob das eckig ist. Das kann man ja später dann noch ein bisschen ändern. Und hier soll dann der Weg rauskommen, würde ich sagen. Oder noch näher am Rand. Eigentlich macht das hier mehr Sinn. So. So. Okay, nice. Nee, nicht nice. Na, so ist das schon ganz gut. Das, ich meine hier von dieser Rundung und Anhebung her ist es noch nicht perfekt. Aber das soll uns nicht weiter stören. Und dann sollen... Oh, die sind gar nicht so groß, die Dinger. Ich glaube, ich habe jetzt hier schon fast zu viel Platz gelassen. Aber den können wir ja wieder wegmachen. Im Endeffekt... Wie weit will ich die weg haben? Aber im Prinzip sollen jetzt hier so ein paar Türmchen hin. So wie bei dem T-Rex-Gehege will ich es dann haben, dass man von hier oben dann schon mal auf das Pflanzenfresser-Gehege, was dann da hinkommt, hingucken kann auf jeden Fall. Ja, wir machen das mal anders. Wir machen hier einen Turm hin. Da machen wir vielleicht ein Restaurant hier hin. Nicht zu nah, wir wollen das jetzt auch nicht alles so quetschen. Den Winkel hier mal hinzukriegen, ist immer echt ein Akt. Eieiei. Ach, lol. Ich kann ja einfach den Einrastpunkt benutzen. Das war ein bisschen dämlich. Aber gut, soll uns jetzt nicht weiter stören. Ein Restaurant und eine Bar. Das finde ich eigentlich immer eine gute Kombination. Tatsächlich... finde ich, dass wir die das Restaurant und die Bar von der Position her tauschen sollten. Aus dem folgenden Grund, weil die Bar so richtig schön... Seht ihr das hier? Also das hat man jetzt gerade gesehen, dass sie so abgerundet ist. Dann sieht das ein bisschen schöner aus, wenn man dann von der Seite von unten kommt sozusagen. So, machen wir mal so. Und dann können wir rein theoretisch hier den nächsten Turm machen, mit dem man dann beobachten kann. So, hier noch den gleichen Abstand reinmachen. So, sehr schön. Okay, das passt soweit. Dann machen wir natürlich den Weg, den führen wir dann hier schön am Rand entlang. So. Sehr gut. Ja, das passt. Wir können uns noch überlegen, was wir dann hier im Endeffekt hinmachen. Direkt neben das Hotel. Oder ob wir da überhaupt noch irgendwas hinmachen. Also wir haben dann da eine Bar. Da ein Turm. Ich bin tatsächlich echt am Überlegen, ob es nicht doch mehr Sinn macht, die Dinger näher aneinander zu stellen. Ich glaube, das würde mir optisch besser gefallen. Also sieht das so lückenhaft aus, ne? Weil Großbäume werde ich dazwischen jetzt auch nicht hinkriegen, denke ich mal. Ne, seht ihr? Das würde dann sehr lückenhaft aussehen, das machen wir nicht. Beziehungsweise das wollen wir nicht. Ist dann natürlich ein Baum gewachsen. Na, wow. Zack. Dann machen wir nochmal neu. Dann machen wir mal die Bar als allererstes.
Die Bar. Ein Restaurant. Und irgendwas anderes geht dann sicherlich auch noch dahin. Vielleicht ein Fossiliengebiet. Oh, das passt perfekt von der Abrundung her. Das könnte ganz schick aussehen. Aber dann können wir rein theoretisch diesen Turm. Ah, das wollte ich jetzt nicht hier, den Weg. Weil das soll uns nicht weiter stören. So. Und dann können wir den anderen Turm, rein theoretisch. Dun, 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 dun. Hier auch direkt ranbatschen. Ich hoffe, das ist vom Abstand echt doof, ne? Eieiei, da habe ich den einen Abstand ein bisschen verkackt. Liebe Gäste. Na komm. So, das sollte einigermaßen passen. Wie sieht's denn aus hier? Also man kommt hier hoch. Dann hier die Bar. Seht ihr, das meine ich mit dieser Abrundung. Das finde ich ganz schick. Hier ein Restaurant. Und hier ein Fossiliengebiet. Ja, cool. Gefällt mir. I like that. So. Das wird nachher natürlich alles noch ein bisschen mehr ausgeschmückt. Dann wird das auch schicker aussehen. Die Frage ist jetzt, was bauen wir hier noch hin? Was gibt es denn überhaupt noch? Was wir da unbedingt brauchen? Also ein Schutzraum neben einem Hotel finde ich immer sehr sinnvoll. Aber ich bin ja tatsächlich ein Fan davon, dass Schutzräume einigermaßen versteckt sind. Muss ich sagen. Machen wir mal hier hin. Vielleicht den Weg so. Und dann gucken wir mal, inwiefern wir hier noch Bäume machen können. Oh ja, das ist gut. Ja, den können wir gut verstecken da, den Schutzraum. Dann sieht den keiner. Aber was machen wir hier hin? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich jetzt gerade noch keine Antwort weiß. Deswegen würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal den Kram hier so weit weiter. Ja, so sieht das schon ganz nice aus. Also es ging jetzt recht fix hier. Ah, cool. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Hier schon gleich einen Zaun zu ziehen. Mir gerade noch Frage. Ne, das passt alles soweit. Ja, ich würde sagen, wir fangen an, direkt den Zaun zu ziehen. Und da ihr das schon zu Genüge kennt, würde ich das Ganze für euch jetzt mal eben schnell überspringen. Et voilà. Schon steht ein wunderschöner Zaun da. In für euch nicht mal ein paar Sekunden. Für mich hat es natürlich ein bisschen länger gedauert. Aber das sieht doch schon ganz nice aus. Also man kann dann hier so hochgehen. Und ich habe mir tatsächlich für hier unten auch noch was überlegt. Also ich will hier auf jeden Fall ein Fleischfressergehege wieder bauen. Und ich habe mir noch was überlegt, was man hier machen könnte. Und zwar könnten wir hier unten, dieser Seite, wo machen wir die denn am besten hin? Auf welche Höhe? Mach die mal so hin. Können wir hier unten nämlich so eine schöne Beobachtungsstation machen. Von der aus man hier oben einen Weg hat. So. Ah, ist das zu steil? Ich weiß nicht. Könnte ein bisschen zu steil sein. Wir runden das mal, also wir machen das hier mal so ein bisschen, nicht ganz so krass ist. Ah, so ist das schon ganz gut. Gefällt mir. Mal schauen, dass der Weg hier oben nicht ganz so gerundet wird, aber das geht eigentlich noch klar. Und genau hier machen wir natürlich auch wieder einen Zaun hin. Das kriegen wir aber, denke ich mal, eben schnell so hin. Bin ich auf jeden Fall guter Dinge. So. Eins. Und zwei. Seht ihr, Leute, das ging auch jetzt ruckzuck. Dann führt hier auf jeden Fall ein Weg runter. Hier können wir das Ganze dann auch nochmal eben
verbinden, würde ich sagen. So. Die Zäune und ihre Einrastpunkte, ihr seht das schon. Habe ich mich schon oft mit abgequält. Aber das passt, denke ich mal so. Genau, dann kommt man hier hin, kann man dann hier nochmal runterlaufen. In eine Beobachtungsgalerie sozusagen. Und dann kann man sich da dann die Fleischfresser nochmal anschauen. Ach, das wird schon wieder sehr, sehr schön. Vielleicht sollten wir jetzt auch als allererstes mal das Fleischfresser-Gehege bauen. Hm. Ihr kennt das Spiel ja schon. Wir werden das wahrscheinlich wieder ähnlich vom Zaunsystem machen wie hier vorne. Mit so einem Doppelzaun. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Zaun haben wir denn da verwendet. Ich glaube den hier. Den äußeren Zaun. Gucken wir mal mit dem Gehege. Oh, das ist direkt krumm geworden. Ja, super. Ich denke mal, von der Größe wird es auch passen. Da können wir auf jeden Fall irgendeinen coolen, großen Fleischfresser unterbringen. Machen wir das hier bis zum Rand. Ja, warum nicht? Wir müssen ja nicht immer alles abrunden. So, ihr seht schon, ich habe jetzt den Zaun schon mal hier an der Straße entlang geführt. Bis ganz hier hinten. Und ich würde auch sagen, dass wir hinter der Einschienenbahn bleiben. Von der Zaunführung her. Bleib hier aber mal gerade. Das sollte eigentlich passen. Hier können wir auf jeden Fall abrunden. Das wird ein großes Gehege. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Ehrlich bin. Nicht schlecht. So. Eieiei. Das ist wirklich gar nicht mal so klein. Na, ein bisschen größer von der Fläche her, glaube ich, als das von dem T-Rex. Also gar nicht schlecht. Ich frage mich ja, wie das nachher... Oh, ich glaube, wir werden mit dieser Ecke echt Probleme kriegen bei dem Doppelzaun, den wir vorhaben. Wir werden das mal ausprobieren. Ich wüsste gar nicht, wie ich das mache. Ey, ich glaube, das wird gar nicht klappen. Das mal mit ausprobieren. Hier hinten brauchen wir natürlich auch eine Lösung für den Doppelzaun. Vielleicht können wir das da so machen. So, den nehmen wir immer. Oh ja, das würde sogar gehen als Lösung. Zack. Das ist die Frage. Eieieiei. Das ist natürlich jetzt super kritisch hier an so einer Ecke. Ich weiß ja nicht. Vielleicht, wenn wir das hier etwas anders lösen. Auch nicht mit dem Zaun, natürlich mit dem hier. Vielleicht so? Ach doch, das geht klar, oder? Ja doch, das finde ich gut. Dann haben wir hier mal eine eckige Ecke drin, ist ja auch mal was anderes. Das gefällt mir. Kann man machen. So, dann machen wir natürlich hier wieder unseren klassischen Doppelzaun. Ihr kennt das Spiel ja schon, also... Ich denke mal, ich werde es jetzt einmal hier ein bisschen mit euch gemeinsam machen, ein Stückchen. Den Rest, den mache ich dann eben alleine fertig. Na komm, zack. Es funktioniert halt wirklich gut mit diesen Doppelzäunen. Genau. So, ich bin soweit fertig, wie ihr seht. Allerdings ist es hier auf dieser Seite leider nicht ganz so einfach machbar mit dem Doppelzaun. Da müssen wir uns leider was überlegen. Ich überlege tatsächlich. Das finde ich einfach. Das Stück auf jeden Fall mit so einem schweren Zaun machen. Na komm, nicht in die Richtung. So. Und dann das so machen. Könnten wir rein theoretisch auf der anderen Seite auch machen. Dann würde es identischer aussehen. Zack. Jetzt müsste es identisch sein. Sehr schön. So gefällt mir das ganz gut. Dann kann man hier runter. Kann hier in das nächste Fleischfresser-Gehege schauen. Was echt groß geworden ist. Also, huiuiui. Vielleicht könnte man ja sogar das unterteilen. Aber nee, das macht keinen Sinn.
Nee, 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 nee. So wollen wir jetzt nicht anfangen hier mit Unterteilen. Wir müssen noch ganz wichtig ein Tor da reinbauen. Das heißt, am besten machen wir es so, dass hier so ein Weg abgeht. Wir müssten halt gucken, wo wir das Tor reinmachen, ne? Aber eigentlich müsste das Tor ja schon fast hier rein. Und das heißt, ich müsste das hier nochmal wegmachen. Dann wird das Ganze ja natürlich noch ein bisschen breiter. Nämlich noch ein nach in diese Richtung. Das geht leider nicht anders. Wir machen das mal eben so. So, und dann setzen wir mal eben. Ist das denn soweit gerade? Ja, das passt. Ist nur hier nicht ganz gerade, aber das ging ja nicht anders. Aber das passt schon. Setzen wir mal hier das erste Tor rein. Hier das zweite Tor. Oh, das war falsch. Wie verbaut. Mach jetzt mal nicht diesen hier. So. Den bin ich ganz. Wow, ich hab die. Okay, dazu sagen wir jetzt einfach mal nichts, ja? Ich habe das tatsächlich voll verkackt da gerade. Eieiei. Psst, Leute, das hat keiner gesehen. Das hat absolut keiner gesehen. So. So habe ich das natürlich direkt von Anfang an gemacht. So, dann kann nämlich der Teil weg. Der Teil weg. Oh, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt hier mit diesem, dass das nicht so. Kriegen wir das nicht noch schöner hin? Frage ich mich gerade. So ist das doch schon ein bisschen schöner, oder? Also gefällt mir ganz gut. Oh, ich denke, das geht klar. So. Perfekt. Und natürlich noch hier zu bauen. Jetzt kriege ich da gar keinen. Punkt. Machen das mal eben. Ach, komm schon. Du willst es doch auch. So. Puh. Es passt, oder? Ja, das sieht gut aus. Haben wir auf jeden Fall ein Doppeltor drinne. Sieht ein bisschen, oh, spektakulär aus, aber wenn wir das gleich mit Bäumchen und so ein bisschen verstecken, dann passt das schon.